Die Berliner SPD will es wissen. Wir stellen unseren 17.000 Mitgliedern 12 Fragen darüber, was nächstes Jahr im Wahlprogramm stehen soll. Dass wir für soziale Gerechtigkeit sind, für bezahlbaren Wohnraum, für gute Arbeit und gute Bildung für alle, das ist sowieso klar. Auch, dass wir uns für die Aufnahme von Flüchtlingen einsetzen. Danach müssen wir nicht fragen. Aber es gibt ein paar Themen, die wir jetzt klären wollen. Zum Beispiel, was bei der Kita jetzt wichtiger ist. Gleich vollständige Gebührenbefreiung für alle oder mehr Qualität, mehr Erzieherinnen und Erzieher und kleinere Gruppen. Oder bei Cannabis soll sich Berlin für eine Legalisierung einsetzen, wenn dabei darauf geachtet wird, dass es ausreichenden Jugendschutz gibt und die Abgabe auch staatlich kontrolliert ist. Oder soll in den Schulklassen, im Gericht und bei der Polizei weiterhin gelten, dass der Staat religiös neutral bleibt. Das sind nur 3 von den 12 Fragen und wir sind sehr gespannt, was dabei rauskommt. Wenn ihr Mitglied der Berliner SPD seid, dann beteiligt euch an der Abstimmung und alle Berlinerinnen und Berliner sind auch eingeladen, mitzudiskutieren, zum Beispiel online über unsere Homepage.